memories are worth and sign of music. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Und zwar zum zweiten Video des heutigen Tages. Und zwar habe ich einen weiteren GTA 5 Glitch für euch. Und zwar, wie ihr ein getuntes Polizeiauto in eure Garage stellen könnt. Aber Leute, stopp. Bevor ihr jetzt alle wie die Verrückten an eure Konsole rennt, ja, und wollt unbedingt ein getuntes Polizeiauto in eure Garage stellen, stopp. Dieser Glitch ist nicht für den Online-Modus. Ich wiederhole es nochmal, nicht für den Online-Modus. Das Ganze funktioniert nur in der Story, also chillt euch wieder hin, macht eure Konsole wieder aus, weil ich weiß nämlich ganz genau, dass die Hälfte von euch schon längst an der Konsole sitzt und will diesen Glitch ausprobieren. Aber wie gesagt, der funktioniert nur für den Story-Modus. Und da einige Leute noch sehr gerne die Story spielen, mache ich diesen Glitch auf jeden Fall für euch. Und wie das Ganze funktioniert, sage ich euch natürlich auch jetzt. Ist super, super einfach und funktioniert super schnell. So, lange genug drumherum geredet, los geht's mit dem Glitch. Also, als allererstes stellt ihr erstmal sicher, mit welchem Charakter ihr überhaupt das Polizeiauto in der Garage haben wollt. In meinem Fall mache ich das Ganze hier mit Michael. So, und dann klaut ihr euch einfach irgendein Straßenfahrzeug von der Straße und damit fahrt ihr dann nach Los Santos Customs und tunt das ganze Auto voll auf. Das teuerste und das beste, was geht, tunt einfach die Karre komplett von oben bis unten voll auf. So, habt ihr das gemacht, sucht ihr euch dann ein Polizeiauto auf der Straße oder ihr fahrt einfach hier zum Polizeirevier und klaut euch eins. Habt ihr dann ein Polizeiauto geklaut, fahrt ihr dann einfach hier zum Helikopterlandeplatz, da wo diese Stelle, wo diese Kuhle ist, wo man ins Wasser fahren kann. Da fahrt ihr dann mit dem Polizeiauto ganz langsam rein, sodass das Auto kaputt geht, aber ihr nicht versinkt. So, wenn das der Fall ist, wechselt ihr dann den Charakter und wartet dann 15 Sekunden ab. Seid ihr dann 15 Sekunden mit dem anderen Charakter, switcht ihr wieder zurück zu dem Charakter, womit ihr den Glitch macht. So, und da werdet ihr schon bemerken, dass ihr wieder mit dem Polizeiauto fahrt und ist getuned. Die Tuning-Möglichkeiten bei den Autos fallen immer anders aus. Hier habe ich zum Beispiel einen ohne Spoiler und hier habe ich einen mit Spoiler. Das ist immer ganz unterschiedlich. Es ist Zufallssache, wie das Polizeiauto getuned wird. Mal mit Spoiler, mal ohne Spoiler, dann habt ihr andere Felgen, dann habt ihr eine andere Auspuffanlage. An dem Auto habt ihr zum Beispiel Doppelauspuffrohr, bei dem anderen, bei dem da habe ich zum Beispiel jetzt 4 Stück. Da könnt ihr es sehen. Bei dem habe ich jetzt zum Beispiel 4 Endrohre und bei dem mit dem Spoiler habe ich nur 2 Endrohre und bei dem anderen war kein Spoiler drauf, bei dem ist ein Spoiler drauf. Das Tuning fällt immer ganz unterschiedlich aus. So, wenn euch dieser Glitch trotzdem gefallen hat, obwohl es nur der Story-Modus war, würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen, wenn wir die 100 Likes schaffen. Nein, Spaß. 5 Stück würden mir reichen, voll und ganz. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist, meine Freunde, dann würde ich noch sagen, viel Spaß beim Glitchen. Und dann würde ich immer noch sagen, bleibt gesund, meine Freunde, bleibt treu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.